Heya! Und willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Warum möchte man mit uns reden? Hallo Mike, du bist auch ständig unterwegs, was? Du hast doch einen Klassenkameraden namens Stroh, oder? Er sagte, er hätte in der Sturmwolke ein wahres Insektenparadies entdeckt. Er mag diese Tierchen sehr, was? Was will er denn mit einem Insektenparadies? Keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, wer Stroh ist. Also zumindest habe ich es gerade vergessen, aber... Ich glaube, das ist etwas, was wir machen, wenn wir wieder mit Ingi eine Folge Collectible sammeln aufnehmen. Genau. So, in der letzten Folge, diese vorletzten, nee, letzten, vorletzten, ich glaube, letzte war es das. Da haben wir erfahren, dass wir die drei Drachen zurückbringen müssen. Und einer von den Drachen befindet sich ja bekanntlich hier im Wald von Faerûn. Deshalb werden wir da jetzt als erstes mal nachschauen gehen. Ob wir da denn jetzt jemanden finden werden. Ja. Im Wald von Faerûn hat anscheinend eine Veränderung stattgefunden. Ein Absprung dorthin ist momentan nicht möglich. What? Warum das denn? Ich muss hier hin. Geh mal zum Siegelhain. Das hier habe ich aber nicht ausgewählt. Wieso bin ich schon wieder hier? Hey Mike! Gibt's das denn? Dieser Kerl ist schon wieder zurück! Einen Moment, ich bringe mich schnell in Stellung. Oh oh, gleich geht's los. Keine Panik, du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Solange wir das haben, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Mike, pass auf, dass er mir nicht zu nahe kommt. Ist das jetzt ernsthaft? Sind die jetzt ehrlich? Ist das deren Ernst? Nein, oder nicht nochmal. Wir haben ihn erst... vor einer Stunde gefühlt oder so bekämpft. Was weiß ich? Vor ein paar Folgen. Das ist nicht deren Ernst jetzt, oder? Wie unnötig ist das denn? Ich meine, okay. Ich habe ein bisschen mir schon gedacht, so vielleicht könnte er, nachdem wir alles haben, nochmal als letzter Boss oder so nochmal am Ende auftauchen. Aber jetzt schon? Das ist... Allein ist es mir zum einen unnötig, dass wir ihn zum dritten Mal besiegen müssen. Und zum anderen mega unnötig, ihn zweimal hintereinander zu besiegen. Das... Warum? Ich verstehe es nicht. Warum? Wo ist da die Logik? Wo ist der Sinn dahinter? Ich sehe ihn nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist der exakt gleiche Kampf oder hat er jetzt mehr als nur zwei weitere Hände? Also... Ja, der Verbannte. Numero... Dres. Oh, diesmal hat er einen Schweif. Lass er schon wieder. Der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Mike, wir müssen das aber beim letzten Mal. Wir müssen das letztes Mal machen. Ja, aber immerhin dann das letzte Mal jetzt, ne? So. Moment. Jetzt. Fehlt das? Ja. Ja, gut, jetzt hat er halt einen Schweif. Es ist schwerer, ihn zu treffen. Also der Kampf ist generell jetzt schwerer geworden, aber... Das bedeutet nicht, dass der Kampf jetzt interessanter geworden ist. Auf gar keinen Fall. So auch the same boring Kampf, den wir schon kennen. Jetzt komme ich hier nicht dran vorbei. Ja, keine Ahnung. Vielleicht spule ich euch den Kampf ein bisschen vor. Das passiert ja nichts wirklich. Ihr wisst ja sowieso alle genau, was wir hier zu tun haben. Ihr kennt das ja. Ja, ich muss gerade nur warten, bis ich wieder die Bomben schmeißen kann. Sonst komme ich hier nicht durch. Hey! Bleib mal bitte gut stehen, mein Kumpel! Okay.
Hunger! Okay. Bro! Oh nein. Schnell! Was ist denn da jetzt? Warte mal, meine Krone oder so. Was? Jetzt fliegt er auch noch? Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Los, hol mir den Kerl vom Himmel. Wie vom Himmel? Hä? Was? Was soll ich machen? Wieso kann er einfach mal fliegen? Okay. Boah, das war knapp, Mann. Und jetzt auf ihn. Okay, das hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, aber eigentlich war es easy. Ah, ja! Bro. Jetzt. Musst du kurz aufladen. Kann er nochmal fliegen? Das ist doch eigentlich unser Hauptantagonist, oder? Eigentlich schon. Oh, was ist das? Das Bild hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun wir nur jetzt? Mike, steig zum Tempel hoch und komm schnell hierher. Aber er fliegt jetzt nicht, oder? Doch, ich sehe es auf der Karte. Also links auf der Karte. Er fliegt gerade. Also wer zuerst oben ist, hat gewonnen, I guess. Oh Gott, ist das schrecklich. Dieser ganze Kampf ist gerade einfach schrecklich. Nein, Link! Wir haben schlimmere Dinge zu tun. Wichtigere meine ich. Oh, verdammt. Ich bin tot. Er ist vor mir oben, weil ich keine Auswahl mehr hatte. Was brauchst du denn? Hier? Oder wie? Okay, er chillt da kurz auf mich. Das ist nett, dass du kurz chillst. Hä? Was? Ich habe all meine Bomben aufgebraucht. Es bleibt nur noch eins, Mike. Du musst direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich, das ist der einzige Weg. Gut, du bist auf dem Katapult. Zieh dir auf so. Was? Ich soll da jetzt. Okay. Oh, okay, aber der letzte Kampf war tatsächlich noch mal ganz cool. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil er seinen Schweif genervt hat. Aber der Rest des Kampfes war echt cool. Muss nicht heißen, dass ich den Kampf jetzt mochte. Ich möchte ihn nicht ein viertes Mal bekämpfen. Bitte, Spiel. Es ist nicht spaßig. Es ist nervig. Ich hatte heute noch große Pläne vor. Ich wollte heute noch mit einem Drachen reden. Los, Mike. Du weißt, was zu tun ist. Ja, das tue ich. Das tue ich definitiv. Her! Achso, wir müssen erstmal zeichnen. Huh, da muss aber sehr viel zeichnen. Hey ja! Hey ja! Hey ja! Hey ja! Hey ja! Hey ja!
Dreiecke. Und. So, tschüss. Ja, hoffentlich für immer. Kann aber sehr gut sein, dass das Spiel sagt. Warum nicht noch ein viertes Mal? Boah, Mike, das war wirklich knapp. Da haben wir aber Glück gehabt. Ich gehe jetzt zum Tempel. Komm, beeil dich, komm nach. Gibt's irgendwas? Ich meine, ja, okay, es muss ja irgendwas geben, weil. Ich kann mich ja nicht zu den anderen Orten hintippen, oder kann ich das jetzt einfach so auf einmal? Es kann gut sein, dass ich das jetzt auf einmal kann. Weil die halt unbedingt wollten, dass ich jetzt erstmal den Boss besiege, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Na gut, das kann sein. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Da ist dieses Ungeheuer. Ein weiteres Mal besiegt. Mike Baro, ihr beide habt Großes geleistet, aber die Abstände, in denen dieses Ungeheuer das Siegel bricht, werden immer kürzer. Wir haben kaum noch Zeit. Hast du einen Hinweis auf den Verbleib des Triforce gefunden, Mike? Also. Du suchst also die drei Drachen. Und wenn du das Heldenlied von ihnen gelernt hast, weißt du dir den Weg zum Triforce. Von hier aus ist der Wald von Ferron am nächsten. Es kann nicht schaden, dort nachzusehen. Es gibt allerdings ein Problem. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wurde der Wald von Ferron überflutet. Ich musste zu unserer Sicherheit das Tor zum Wald verschließen, um zu verhindern, dass das Wasser auch diesen Tempel überflutet. Du kannst das Tor also nicht öffnen, denn sonst steigt auch hier das Wasser. Jetzt stellt sich die Frage, wie du in den Wald von Ron gelangst. Sag mir nicht durch das Zeitportal, oder? Das könnt ihr mir überlassen. Bei dem Kampf vorhin ist mir eine neue Anwendung für mein mächtiges Katapult eingefallen. Wir schießen dich einfach mit voller Kraft direkt in den Wald. Ich bereite alles vor. Komm schon mal nach, Mike. Okay. Ach, er ist im Grunde ein guter Junge, aber er stellt meine Geduld ganz schön auf die Probe. Also dann, Mike, gib auf dich acht. Sie ist immer wie die Oma von dem Dude. Irgendwie schon, oder? Irgendwie so, so eine Oma für ihn. Okay. Hallöchen, meine kleinen Vögelein. Ist wieder alles fein hier? Eieiei, also ob der Kampf jetzt nötig war, weiß ich nicht. Aber ist vorbei und wir teleportieren uns jetzt zum Wald. Du willst in den Wald von Ferron? Ich kann dich mit einem mächtigen Katapult hinschießen. Ja, bitte. Dann let's go. Ab in den Wald von Ferron. Auf geht's. Hey. Also ist alles überflutet jetzt? Wie ist das denn passiert? War Ferron das etwa? Hat er seinen eigenen, hat sie ihren eigenen Wald überflutet? Weiß ich, er oder sie? Wald von Ferron. Bisschen anders jetzt. Okay. Die Musik ist ja chillig. Kumpel, hast du vielleicht eine Ahnung, was hier passiert ist? Ach komm, lass dich nicht davon treffen. Schnell hier hoch. Okay. Bro, hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Oh, du bist doch. Ach ja, ich hätte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, so, Mike, also, komischer Name. Wir haben einen Kahn, was kann ich dir denn tun? Das Wasser? Hast du gesehen, was passiert ist? Did you notice that? Ja, ich hab das Wasser bemerkt. Aus dem großen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber so werden wir vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. So kann man es natürlich auch sehen. Also alles ist überschwemmt, aber jetzt sind die Monster fürs Erste los. Also. Okay. Bro, brauchst du vielleicht Hilfe? Umf. Ich glaube, man muss hier so lange schwimmen, bis man irgendwo hinkommt. Quick, was war das denn für ein Geräusch? Bitte tauch ein bisschen schneller auf. Ja, die Steuerung ist generell nicht gut, so im Unterwasser, finde ich. Auch wenn ich mit der guten Controller-Steuerung spiele. Und ja, ich finde die gut. Als aus dem Stamm des großen Baumes Wasser kam, ist den Brudi ganz schön erschrocken.
Bei altem Wasser kann man sich gar nicht verstecken. Wird unser Wald jemals wieder wie früher sein? Na gut, aber auf der anderen Seite ist es halt so blöd für die, dass sie jetzt keinen Wald mehr haben. Die haben einfach nur noch einen großen See und können eventuell auch nicht schwimmen. Können wir vielleicht von hier oben sehen, wo wir lang müssen, weil ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da in die Richtung müssen wir lang. Ich gehe mal hier in die Richtung. Ich glaube, da müssen wir lang. Es kann gut sein, dass es hier war. Wir wollen ja mit dem Drachen von Faron reden. Also, Faron heißt der Drache. Ja, wir wollen fragen, ob dieser Drache mit unseren Liedchen singen mag. Und was ist denn hier? Ist das eine... Das ist eine Barriere. Das Wasser formt hier so eine Art Barriere. Oh, okay, Moment. Wir müssen hier... Das geht gar nicht. Da kommen wir gar nicht lang. Und Gegner sind hier trotzdem. Okay, kühlen können wir sie. Wo geht's denn dann lang? Hier sind überall Luftblasen. Ich denke, ich soll mich hier mal ein bisschen umschauen, oder? Aber ich wüsste nicht wo. Was ist das Innere? Waldeingang? Nee, Wald ist Innere, nicht was ist das Innere. Lol. Ja, da geht's gerade nicht lang. Wo wir da eigentlich hin müssten, glaube ich. Ja, genau, wir müssen nach unten. Hatte da der große Dude eigentlich einen Tipp gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe nochmal zu dem zurück, vielleicht hatte der einen Tipp für mich. Wo es lang gehen könnte, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Obwohl, warte, da kann ich doch bestimmt hin. In den Baum rein. Vielleicht soll ich in den Baum? Ja, gut, er redet auch über den Baum hier. Das kann sein, dass er sagt... Ja, guck mal, was da abgeht beim Baum. Warum auf einmal so viel Wasser spritzt. Okay, aber wie komme ich in den Baum rein? Ich dachte, das wäre so einfach. Aber irgendwie noch nicht. Irgendwie doch noch nicht. Obwohl, vielleicht von hier. Die Plattformen sind ein bisschen tiefer. Glaube ich. Aber was ist denn hier? Ah, geht das nicht? Okay, das scheint ein Ausgang zu sein in der Art. Dann vielleicht hier hoch. Dann vielleicht hier hoch. Ja, das geht schon mal. Dann mit unserem Haken, mit unserer Peitsche vielleicht da hoch. Das sieht, wie sieht Link halt nicht an, das ist das Problem. Da muss es einen anderen Eingang geben. Vielleicht ganz unten der Eingang. Ihr wisst ja, wie wir da eigentlich reingekommen sind damals. Von... hier unten. Das können wir mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich sofort sterbe, wenn ich keine Luft mehr habe. Aber von hier sind wir ja damals eigentlich reingekommen. Deshalb versuche ich das mal. Oh verdammt, meine Luft. Okay, also hier kommen wir auf jeden Fall rein in den Baum. Okay, Luft, nice. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das hier richtig ist. Oh Gott. Hey! Der ganze Wald ist unter Wasser! Ja, ist mir aufgefallen. Danke, Bro, ist mir aufgefallen. Oh Gott, der ganze Baum ist unter Wasser. Ah, vielleicht sollen wir denen folgen. Haben die einen Tipp für mich, maybe? Vorsicht, Vorsicht, die Strömung ist jetzt so stark, nimm besser den oberen Ausgang. Okay, das sind sehr viele von denen. Der Wald ist überschwemmt! Ja, okay, die sagen aber nichts Besonderes. Die sagen nur das, was offensichtlich ist. Hey, ich will mit dem reden. Der Wasserdrache ist zornig! Faron ist zornig. Warum ist Faron zornig? Ist Faron da oben oder so? Ist der Wasserdrache hier?
Warum? Da ist er, Faron. Schon echt groß geworden. Die werden so schnell groß. Was zum... Wer wagt es, diese heilige Stätte ohne Erlaubnis zu betreten? Ich? Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat, Mike? Lass dich ansehen, du bist auch gewachsen, seit wir uns letztens begegneten. Du bist nun fast ein Mann und das Schwert auf deinem Rücken. Ich sehe es, du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute. Eine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen? Ja. Ich verstehe dein Begehr, doch so einfach sollst du es nicht haben. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem verfluteten Wald soll deine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. Okay. Was muss ich dafür tun? Was zum? Oh nein, ich muss alles davon sammeln, oder? Überall verstreut. Habe ich zumindest Hinweise? Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Mike, um die Stimme zu halten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du als Heldenlied würdig bist. Aber war das nicht schon Beweis genug, dass ich das Master Sword habe? Und geupgradet habe? Was ist das jetzt für eine Leiste hier unten? Okay, wir müssen Melodien sammeln. Das habe ich jetzt so verstanden. Wir müssen das Lied, was sie singen soll für uns. Das Lied müssen wir jetzt sammeln. Na gut. Wie kann man sich jetzt hochschießen lassen? Vielleicht jetzt nochmal vormachen können, ich weiß es nicht. Lass mich mal in Ruhe, dankeschön. Ist hier oben noch irgendwas? Oder sind hier nur Gegner und mehr ist hier nicht? Ich hab das Gefühl, hier ist gar nichts mehr. Aber ja, war ja mal dieser schlafende Dude. Ist er immer noch im Schlafen? Tatsächlich ist er hier nicht mehr am Schlafen. Interessant. Interessant. Nö, hier gibt's gar nichts mehr. Okay, Map. Die Map sagt mir auch leider gar nichts. Das ist echt blöd. Sehe ich das denn? Ja! Hier ist ein Ring! Willst du die Melodien fangen? Genau! Da habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Wenn du die Melodien nicht schnell genug fängst, verschwinden sie aus deinem Notenblatt. Dreh dich beim Schwimmen, um sie mit einem Wirbel anzusaugen und alle auf einmal einzufangen. Nur eine Frage der Ausdauer. Das ist ein Rennen, oder was? Okay, das sind die letzten. Da hinten sehe ich welche. Oh, die werden mir auf jeden Fall verschwinden jetzt. Das ist mein Notenblatt. Einfach schnell Luft sammeln. Genau, Link. Das sind doch welche, oder? Die sind noch halt blau, aber das sind welche. Ja. Okay, ich muss noch mehr finden. Leider finde ich nur halt nichts. Warum sind die lila? Deshalb sind sie lila. Ich dachte, es wäre ein Grafikbug oder so. Aber nein, die sind einfach böse. Die darf ich nicht antatschen. Ich hab's gesehen. Oder? Ne, sind nur rote Fische. Ich dachte, das wären hier vielleicht rote... Doch, das sind keine roten Fische, das sind die Melodien. Ah ja, ja. Okay.
Ich weiß halt nicht, wie schnell ich sein muss. Oh Gott, das sind 3 Seiten voll. Ich muss hier alles erkunden. Den kompletten Wald nochmal erkunden. Da sind welche. Das sind blaue. Die sind aber so schnell. Einen habe ich bekommen. Yes, ich habe alles von denen. Ja, dort sind alle von denen. Da sind noch welche. Das ist wirklich so ein Easter Hunt. So eine Ostereierjagd. Suche nach allen Noten. Dun. Dun. Tschüss. Okay, da hinten sind noch welche. Ich weiß, ich mache die Reihenfolge komplett komisch. I know. Aber ist so. Ist nun mal so. Oh, der wird mich jetzt bekommen. Ja, klar. Okay. Aber ich brauchte die Luft. Ich sehe jetzt nur leider nicht mehr. Da sind die. Das sind keine roten, das sind so die. Ja, so pink, lila, ne? Den da. Den. Okay. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal hier lang. Vielleicht sind in der Richtung noch welche. Ja, ich sehe da ein paar rote. Die sind aber diesmal wirklich rot. Mhm. Da ist noch einer, der mir einen Tipp gibt. Dann gehen wir erstmal zum dem. Die Melodinen speichern Luft in ihrem Körper. Wenn du sie einfängst, fühlt sich die Luftanzeige ein wenig. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Finde ich sehr nett von denen, dass sie das tun für mich. Aha. Was ist denn jetzt? Was kommen auch noch Gegner dazu? Oh nein. Tschu, vorsichtig, Mike. Hier sind ein paar bösartige aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich. Sei vorsichtig. Oh nein. No, just no. Oh Gott. Jetzt muss ich halt wieder erstmal suchen, wo noch. Nimm doch das Herz mit, Mann. Wo noch welche sein könnten. Hier sind lilane. Oder so schwarzlilane oder sowas. Wollen sie mich hier in eine Falle locken, aber ich trau denen nicht. So. Dumm. Blum. Ding. Oh, das sind schon die nächsten. Oder wie? Das sind ja echt viele. Passiert dann irgendwas, wenn ich eine Leiste vollgefüllt habe? Kann die dann nicht mehr weggehen? Weil irgendwer hat doch gesagt, wenn ich lange keins mehr finde, geht alles weg oder so. Hat doch irgendwer gesagt. Okay, nice. Die habe ich jetzt alle. Achso, eins fehlt mir da irgendwie. Ist auch richtig böse. Hallo, Ritter. Die lila gefärbten Blasen sind voller Gift, wenn du sie einatmest. Geht dir Luft aus, sei vorsichtig. Ja, das ist mir aufgefallen. Danke, Spiel. Hätte ich gerne früher erfahren. Okay, wo war ich denn noch nicht? Hier war ich schon überall. Ich sehe nichts. Ist da was? Hier drinnen? In diesem Baumstamm? Oh nein, wie diese aggressiven Fische, wir müssen fliehen. Zum Glück sind tiefe Stellen für sie unerreichbar. Ich glaube, hier soll ich nicht lang. Oder? Doch! Nein? Doch, das war einer. Ah ja, ja, der war aber richtig böse hier versteckt. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich von dieser Mission halten soll. Alles böse, schwer versteckt. Da sind welche. Solange ich immer welche. Oh, hier sind viele. Solange ich immer welche finde, fühle ich mich noch sicher. Ja. Bro. Danke. Dumm. Dumm. Umf. Umf. Bam, du bist tot. Kling. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie schwer diese Mission am Ende sein wird. Okay, unten sehe ich ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Orte muss ich noch erkunden. Hier ist noch einer. Das heißt nur noch 6. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ich wollte gerade sagen, hier war ich noch nicht so viel. War klar, dass hier noch was ist. Die Melodien sind gerade zusammen und halten sich auch bei kleinen Fischen auf. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo hier kleine Fische sind, ne? Na egal.
Okay, ich hoffe, dass das irgendwie gespeichert bleibt alles. Ach, ich glaube, das ist damit gemeint, dass sie mal irgendwann weggehen. Und zwar muss ich alle in einem Bereich schnell genug einsammeln hintereinander. So ist das, glaube ich, gemeint. Oh, was passiert denn jetzt? Hey Mike, hörst du mich? Mir ist etwas eingefallen. Kannst du kurz hinter mir kommen? Okay. Ja, die sind jetzt auch ausgegraut. Deshalb, glaube ich, bleiben die jetzt auch. Ich hoffe es zumindest. Oh, oh. Was machen die? Was machen die? Die sind auf jeden Fall nicht nett. Wo war denn der? Da ist er. Da ist er. Was gibt's denn? Ich habe eine sehr wichtige Aufgabe zu erledigen. Ich kann mir das hier nicht leisten, mit dir Kaffeekränze zu halten. Was gibt's denn? Gut, dich zu sehen, Mike. Kommst du mit den Melodien voran? Weißt du, mir ist etwas eingefallen. Wie heißt das denn noch gleich? Dieser Trick da, mit dem du meine Gefährten gefunden hast. Setz den doch einfach wieder ein. Damit findest du dich doch bestimmt einfacher, oder? Ich vermute, dass die Aura-Suche gemeint ist. Es ist ein kluger Vorschlag, Gebieter. Ich habe die Merkmale der Melodien bereits analysiert. Die Melodien können nur mit der Aura zurückgefunden werden. Bedeutlicherweise irgendwas. Geht das aber nicht unter Wasser oder sowas, bestimmt. Okay. Hier direkt unter mir sind welche. Bedeutet hier in diesem Gebiet. Ah, ich sehe es schon. Hier. Das sind zwei? Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Oh Gott, das muss man schnell machen. Okay, Moment. Nein, oh, das wollte ich nicht. Das ist schon zu langsam. Ja. Na, na. Ich mag aber das Geräusch. Oh, die sammelt da so... Ey! Oh. Das ist schon ein bisschen nervig auf jeden Fall. Jetzt habe ich sie. Okay. Ich meine, es ist nicht schlimm. Ja, ich kann es unter Wasser nicht machen. Es ist nicht schlimm, diese Mission, aber sie ist schon etwas nervig, gebe ich zu. Aua. Leider sind hier oben an der Oberfläche sehr viele Fische, das heißt, ich muss hier aufpassen. Okay, wo sind noch welche? In welcher Richtung? Da hinten habe ich alles, scheinbar.